herzlich willkommen zum neuen ITS 2 Update. Version 1.34 heute frisch zum Wochenende. Mit einem Video von STS angekündigt. Und heute haben wir jetzt nun endlich den neuen MAN Euro 6 mit dabei. Und den schauen wir uns natürlich an, was wir alles mit dabei haben. Was mir auf alle Fälle schon mal auffällt, ist, wir haben nicht die originalen LED-Rückleuchten hier, das sieht man schon mal. Aber ansonsten, hier diese Arbeitsscheinwerfer sieht schon mal ganz hübsch aus. Und hier auch, das alles, die Verarbeitung sieht alles sehr, sehr schön aus mit dem AdBlue-Tank und so. Hübsch. Wir haben natürlich XL, XLX und dann die XXL-Variante. Ne? Und die, ja, die Fahrwerke, seht ihr ja selber, das sind die original was STS und so immer so vorgibt. Hier sogar mit 8x4 Schwerlast. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Und von 360 bis 640 PS. Ich bleibe mal beim 4x2 Standard, ne? Was wir immer so haben. Getriebe von bis, Tipmatic, Allison, also ist wirklich alles mit dabei. Von ZF nehmen wir mal die 16 Gänge. Vom Interieur habe ich schon gehört, das soll nicht so der Hit sein, zumindest das Dashboard. Lass uns mal überraschen, aber ansonsten schönes Kissen übrigens. Gibt es ja auch eine Exklusivvariante hier, ne? Standard und exklusiv. Das Dashboard soll nicht so der Hit sein, aber da schauen wir dann auch noch mal drüber. So, Skins bzw. Farbcode sogar hier mit dabei. Ganz witzig, finde ich auch ganz hübsch. Funktioniert hier natürlich auch alles, wie es funktionieren soll. Das ist doch schon mal was. Finde ich ganz cool mit diesen Farbcodes, ey. Rot, wie auch immer. Schauen wir mal, ein paar Amber-Punkte haben wir. Wir haben sogar hier einen Spoiler mit dabei. Das finde ich schon mal ganz hübsch. Kennt man von Mazda sein MAN? Ich will jetzt hier nicht anfangen zu vergleichen, aber daher kennen wir das auch schon. Ist schon mal ganz gut, weil der originale TGX, da war zum Beispiel kein, der alte, war kein Spoiler mit dabei. Ne? Deshalb schon mal ganz cool hier. Rundumleuchten, klar, die passen. Dann haben wir hier sogar neue Bügel mit dabei, oder? Ist das neu? Ja. Das sieht zumindest so danach aus. Na gut, der Ranger sieht ein bisschen anders aus, so wie dieser Mirage-Bügel hier. Lassen wir mal weg. Sonnenblende. Die Originale. Ne? Sieht dann so aus. Aber auch schon ganz hübsch soweit. Dann haben wir hier natürlich Flak-DLC funktioniert. So die Spiegel lackiert oder Plaste. Hier auch natürlich lackiert Kunststoff. Lackiert Kunststoff. Das ist schon mal, haben wir schon mal eine gute Auswahl hier. Das gefällt mir doch schon mal. Das ist doch gar nicht so schlecht. Original. Also hier seht ihr, wir haben auch Punkte da, die wir noch nicht ausfüllen können wahrscheinlich. Da kommt bestimmt noch was. Lassen wir uns mal überraschen. Lackiert. Hier zum Beispiel ist ein Punkt da, wo noch nichts ist. Und ich glaube, ich vermute es jetzt einfach mal, dass vielleicht hier nochmal irgendwann ein Tunic-Add-on oder irgendwo sowas kommt. Ansonsten sind die Punkte sind ja nicht umsonst da. Ne? Lassen wir uns überraschen. Das sind alles die Standardbügel, aber da will ich nicht drauf eingehen. Macht keinen Sinn. Lackiert oder auch Kunststoff hier. Und hier unten bestimmt die ganzen Bügel hier unten wieder, die passen auch hübsch. Das ist auch lackiert oder Kunststoff, das sieht auch ganz schön aus. Mal schauen, ob wir was vergessen haben. Das haben wir noch alles, das ist alles Standard hier. Das ist DLC, das ist das. Die Verkleidung. Original. Mit Auspuff, mit Eleganz. Das heißt, habt ihr hier sogar die Möglichkeit dann noch Lampen anzubauen. Das machen wir jetzt doch hier gleich mal, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. An der Seite dann ganz dasselbe. Einmal den Ranger und einmal die Elegant-Variante hier. Ja, sind wir auf alle Fälle mal froh, dass er gekommen ist. Der LKW lackiert, Plaste. Und hier mit Schutz und ohne. Das finde ich auch schon mal ganz gut, dass man hier die Möglichkeit hat. Dann hier noch, nee, das ist das, hätte gemeint, achso, hier kommt noch irgendwas. Aber nee, okay, passt. So, das wäre jetzt mal so die, die kleine Führerhaus-Variante, die XL. Ja, hier im Interieur habt ihr natürlich die Standardmöglichkeiten. Auch Kabinen-DLC hier funktioniert nach wie vor alles ohne Props. Da brauche ich auch nichts dazu erzählen. Sieht alles ganz gut aus. Schauen wir mal, ob es irgendwann mal einen Tisch gibt oder so. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Bestimmt, aber ich will gar nicht lange warten, dann gibt es dann die ersten Mods dafür, ne? So, sieht aber schon mal ganz schick aus. Lenkrad, klar, könnt ihr Knüppeln bauen, ist verboten, ich weiß, aber die Möglichkeit besteht hier. Navi, haben wir auch. Also sehr schön. Dann kommen wir mal zur XLX-Variante.
Dann haben wir hier die Sonnenblende, ist hier Standard, ne? Ich habe da die Standardbügel mit dabei, Rundumleuchten und dann hier diesen Spoiler. Der sieht dann halt so aus. Und im Interieur ist dann das Dächlein etwas höher. Habt da ein bisschen mehr Platz hier, ne? Aber sieht doch schon mal schick aus. Aber gefällt doch. Und dann kommen wir zur XXL-Variante. Da haben wir ja auch wieder, klar, Bügel. Ich hätte mir zwar hier jetzt nochmal separat neue Bügel gewünscht, aber okay. Es ist jetzt halt nun mal so, wie es ist. Ich will ja nicht meckern. Kann man froh sein, dass SCS überhaupt jetzt hier mal ja, den LKW rausgehauen hat. Hat ja auch lang genug gedauert. Und wir haben uns ja alle schon gefragt, ja, was ist denn nun? Hätte ja letztes Jahr schon kommen sollen, im Dezember, ne? Aber gut, da ist er jetzt. Ja, ansonsten, also ich finde ihn eigentlich ganz schick hier. Hier die Lampen Halogen, original. Die passen ja auch soweit. Aber hier sind auch schon Punkte da. Da bin ich mal gespannt, was uns da noch erwartet. Lass uns aber mal überraschen. Nehmen hier natürlich auch noch die lackierte. Ich gehe mal davon aus, da kommt noch was. Wie schon gesagt, wir haben hier auch keine LED-Rückleuchten. Und deshalb glaube ich, wird da noch was passieren. So, hier natürlich jetzt dann die XXL-Variante hier im Interieur. So, starten wir zum ersten Mal den Euro 6 Sound. Ich finde den gar nicht so schlecht, oder? Finde gar nicht so schlecht den Sound hier. Also so der Startmodus zumindest hier. Ja, der hat doch was. Standard-Hupe. Ja, ist auf alle Fälle wieder was Neues. Und ich freue mich natürlich, dass wir hier wieder einen neuen LKW zur Verfügung haben im Spiel Original. Ja, ist doch schön. Ich finde, MAN ist sowieso ein bisschen eingeschlafen die letzten Wochen, Monate. Da gibt es auch nicht viel Tuning-Packs und relativ wenig Anbauteile und solche Sachen. Mehr alles Scania die Richtung, Volvo. Da bin ich froh, dass jetzt hier mal MAN den Euro 6 bringt. Dann schauen wir mal, was die Zukunft uns hier so bringt für den neuen MAN. Kommen wir natürlich auch zu unserem obligatorischen Lichttest, den ich ja immer bei sämtlichen Mod-Vorstellungen mache. Und hier natürlich auch vom SCS MAN. So, die Scheinwerfer unten, die sehen auch ganz schick aus hier. Sehr schöne Textur hier natürlich. Sogar unten. Die Nebel leuchten unten, die leuchten, also zumindest da die Scheinwerfer hier unten, die leuchten auch mit. Dann hinten, klar, das ist jetzt original hier. Da brauchen wir nicht erzählen dazu, aber sieht doch ganz hübsch aus. Ja, mir gefällt er. Hier auch die Knöpfe, alles leuchtet. So, dann kommen wir mal zum Fazit zum MAN von SCS. Also, ich finde das sehr gut gelungen. Mir gefällt er, sieht sehr schön aus. Auch das Interieur sehr gut hier, vor allem die kleine Kissen hier hinten, sieht ganz hübsch aus. Und ich bin wirklich mal gespannt, was so in der nächsten Zeit noch so kommt. Aber das, was ich hier so sehen kann, also gefällt mir schon. Aber das müsste natürlich, muss jeder selber entscheiden, ob er sagt, oh geil, oder er sagt, oh nee, sieht fast genauso aus wie der alte TGX, aber ich finde den Euro 6 jetzt hier schon schön gelungen, vor allem auch der Spoiler bei der XL-Variante, also bei der kleinen Führersvariante, sieht doch ganz schön aus. Auch der Sound, ich finde den Sound gut. Der hat was, ne? Ich finde ihn gut.
Macht natürlich dann auch mal Laune, so Tagestouren zu fahren mit der, mit dem kleinen Führer aus hier, ne? Ob der LKW jetzt schon im AI-Verkehr entgegenkommt, das wird sich zeigen. Zumindest steht nichts in der Logdatei von SCS. Sie haben das geschrieben, der MAN TGX Euro 6 ist jetzt nun da. Dann wurde ein bisschen was, die Time Zone wurde gefixt. Kaliningrad Area braucht dann natürlich das Behind the Baltic Sea DLC dazu. Ne? Und kleine Fix Sachen wurden geändert auf der Map und World Polish Edit. Das ist jetzt mal, dass das ein bisschen auf Polnisch da was geändert worden ist. Ne? Durchaus kann wieder sein, dass einige Mods nicht funktionieren, nicht mehr kompatibel sind. Müssen wir dementsprechend halt mal schauen. Aber ansonsten, jetzt haben wir einen neuen LKW da. Jetzt freuen wir uns ein drittes Ei. Und ja, würde einfach sagen, da werden wir jetzt eine Menge Spaß haben damit. Erstmal für die nächsten Tage, bis dann die ersten Mods dazu rauskommen. Ne? Muss man halt mal schauen, irgendwelche Anbaupunkte und. Mal sehen, was Mats da jetzt dazu sagt. Da bin ich mal gespannt. Schließlich gibt es ja seinen Euro 6 schon ziemlich lange. Könnt ihr mal gerne vergleichen, aber ich finde ihn jetzt hier echt nicht schlecht. Gut, was haben wir hier fein? Das ist noch der alte, ne? Ja, das ist noch der alte. Ob der neue dann schon mal E-Verkehr ist, könnt ihr mal kommentieren, wer ein bisschen länger schon unterwegs ist. Einfach mal Augen offen halten. Müsst ihr sowieso. Dann einfach mal gucken, ob ihr den schon im AI-Verkehr sieht. Dann dürft ihr das gerne mal posten. Da bin ich mal gespannt, ob der dann schon da ist. Ob er schon gesichtet worden ist. Gut. Habt ihr Fragen dazu? Dann dürft ihr das gerne machen. Einfach mal kommentieren. Oder auch direkt an SCS weiter spotten. Via Instagram, YouTube-Nachricht schicken oder was auch immer. Könnt ihr selber entscheiden, wer die Leute dort kontaktiert. Aber ich finde ihn gut. Mir gefällt er. Ja, dann würde ich sagen, Daumen da lassen, ein Abo für meinen Kanal, da würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch für Freitag, ist echt genial, Freitagabend jetzt hier oder bald abends, ne? Nachmittag, spät, Nachmittag, abends. Jetzt hier das Update rauszuhauen ist von SCS natürlich sehr großzügig. Ich bin es immer gewohnt, dass es irgendwann unter der Woche mal rauskommt, aber freitags ist es jetzt vom Wochenende, ist es echt nicht schlecht, Herr Specht. Finde ich cool. Dann wünsche ich viel Spaß damit, Daumen da lassen, Abo für den Kanal da lassen und dann viel Spaß damit. In diesem Sinn, kommt gut rum, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.